Hallo und herzlich willkommen bei der wohl ruhigsten Folge hier bei Bernd das Brot, das wir überhaupt haben. Ja, wir sind in der Zeit zurückgereist mit unserem Roller und haben jetzt hier die 8-Bit-Pixel-Version. Es ist wirklich 8-Bit, es sieht nach mehr Farben irgendwie aus. Oder bin ich da einfach nur zu verwöhnt? Ich weiß es echt nicht. Ja, und der Lama-Heini möchte zurückkommen. Und wir müssen uns irgendwo verstecken. Also, ich denke, es wird wahrscheinlich das Handtuch werden. Was anderes könnte ich mir jetzt hier auch nicht unbedingt vorstellen. Aber jetzt sind endlich, Gott sei Dank, die Poster so, dass ich, ja, dass man sie noch halbwegs ertragen kann. Verstecken wir uns einfach mal. Hinter diesem Stinkhandtuch soll ich mich verstecken? Ja. Also gut. Okay. Das nennst du also Verstecken, lieber Spieler. Oh mein Gott. Jetzt bin ich froh, dass das Bild so pixelig ist. Mist, ich kann nichts hören. Blöderweise war die Sprachausgabe in der Vergangenheit unverständlich. Okay. Ich meinte, ich verstehe ja auch vieles nicht. Aber mit verstehen meinte ich jetzt was Akustisches, also was mit Hören zu tun hat. Ja, und was müssen wir jetzt entsprechend tun? Wer nicht hören kann, muss lesen. Okay. Kann ich irgendwo was machen? Irgendeine Idee. Nee. Vielleicht gibt's ja Untertitel. Okay, das könnte natürlich eine Idee sein. Gehen wir mal ins Einstellungsmenü. Das kitzelt! Und schalten die Untertitel ein. Oh mein Gott. Lama Shop in der Pullovien. Gehe ich mal die Jacks melken. Sollte mir vielleicht was anziehen. Ja, ja, wäre sehr, sehr nett. Okay, also wir wissen, dass wir nach Pullovien müssen. Gibt's hier noch irgendwas zu tun? Oh mein Gott, ich muss echt die Musik erstmal ausmachen. Jetzt kann ich die nicht mal ausmachen. Oh. Aber hier gibt's auch irgendwie nur Sachen zum Anschauen. Eine Disco-Kugel. Kitschig. Aber irgendwie auch schön. Poster. Okay, also dann haben wir's. Dann reisen wir am besten ganz schnell wieder zurück in die... Okay. Zurück in die Zukunft. Noch länger durchgehalten, als ich dachte. Als du dachtest? Erzähl, was hast du rausgefunden, Berndi? Der eigentliche Auftraggeber des Diebstahls kommt aus Pullovien. Jagdfritz hat nur den Joghurt geliefert. Auf nach Pullovien! Bernd, trödelt doch nicht immer. Könntet ihr mich das nächste Mal nicht wieder als Handgepäck aufgeben? Danke! Oh nein. Hallo, ihr Klappspaten. Die Sicherheitsvorkehrungen der Service fallen heute aus. Wegen ist nicht. Denn ich bin auf einem Rockkonzert. Rock'n'Roll, Berndi. Woher weiß sie, dass ich da bin? Weil wir immer die einzigen Fluggäste sind. Dafür haben wir sogar die silberne Traveler-Card bekommen. Was kann man damit machen? Nichts. Aber mit der goldenen Traveler-Card hätten wir unendliche Freimeilen und könnten überall hin. Und wann kriegt man die goldene? Das haben sie nicht gesagt. Busch, kann es sein, dass dieser Flug nicht in Pullovien landet? Stimmt, Berndi. Aber wenn wir die einzigen Flugzeugflieger sind, dann könnten wir doch den Herrn Pilot fragen. Ja, sicher. Okay, dann probieren wir das doch mal. Da vorne ist... Gibt es hier eigentlich einen Piloten?
Ja, wir wollen hier. Schauen wir mal nach. Abgeschlossen. Komisch, dass der Pilot während des Fluges keine unangemeldete Gesellschaft haben mag. Ja, komisch. Klopf doch mal an. Klopf, klopf. Herr Pilot, könnten Sie vielleicht in Pulovien landen? Ein Affe? Tja, deshalb sind die Preise unschlagbar. Die haben nämlich die Piloten durch rasierte Affen mit Pilotenbrille ersetzt. Aha, süß! Ja, und dumm nur, dass ich kein Äffisch spreche. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was prägeln. Okay, das müssen wir wieder jetzt übersetzen. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen um, was es sonst noch hier gibt. Wir haben hier eine Mikrowelle. Eine Mikrowelle. Sie hat nur einen Schalter. Bananen auftauen. Seltsam. Okay, hier haben wir auch noch was. Da können wir irgendwas sogar machen. Das Magazin klebt am Hixi-Cola-Sirup fest. Jetzt nicht mehr. Okay, wir haben Sirup und Magazin. Er wollte ja irgendwas Klebendes haben, hat er gesagt. Hier Schallwellen aufnehmen, dann nehmen wir wieder die Kassette. Der Retro-Tonträger mit der überaus freundlichen Ansage der Flugbegleiterin. Das nehme ich mal mit zum immer wieder anhören. Oder besser, zum schnell überspielen. Okay, der rote Knopf bringt uns auch nichts mehr. Chili Schaf! Okay, und er will noch irgendwas zum Äffisch übersetzen, oder? Habe ich das richtig verstanden? No Service Flight. Oh! Okay, dann geben wir mal Briegel die ganzen Sachen. Die Rätsel sind ja gut. Ich spreche leider kein Äffisch. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was prägeln. Okay, was haben wir denn hier? Also, hier ist... Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. So, jetzt fehlt mir nur noch ein Schallwellenkonservierer. Der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Eine Permanentverbindung... In Streifenform. Hier, das ist Diktiergerät. Ein Schallwellenkonservierer. So, jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. Okay, wir brauchen... Ach hier, Klebeband haben wir ja noch. Permanentverbindung in Streifenform. Wo wären Techniker heute ohne sie? Vielleicht beim Lernen? Wie man etwas repariert, ohne es einfach nur mit Klebeband festzupappen? So, jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Okay, und woher bekommen wir den? Bekommen wir den vorne irgendwie beim Affen oder... Oh, wir können jetzt was mit der Mikrowelle machen. Warum nicht? In solchen Spielen wird immer alles gedrückt. Drück, drück. Oh, eine aufgetaute Banane. Wie toll. Und ich hasse Bananen. Okay, ich spreche leider kein Äffisch. Okay, was können wir denn machen? Das hast du nicht gerade wirklich. Ja, Entschuldigung. Den Sirup... Hallo? Das funktioniert so. Okay. Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Warum nicht? Es ist nie zu spät, um sich zu bilden. Schade, dass nur noch 3 Artikel lesbar sind. Okay, Do you speak UX? Sprachcode
Okay. Wissenschaft hat den Sprachcode der Affen entschlüsselt. Wir haben den führenden Affologen Dr. Ronnie Cheetah dazu gefragt. Seine Antwort. Das ist alles ganz einfach. Im Grunde genommen verstehen Affen eh nur Banane. Okay, was ist mit den anderen Texten? Die 1000 schrecklichsten Urlaubsziele. Platz 11, Pullovien. Man muss schon sehr dumm sein, seine kostbare freie Zeit in Pullovien zu verbringen. Das Land ist arm an Reizen, dafür aber reich an Tropenkrankheiten. Es ist kein Wunder, dass bis heute noch keine Direktflüge dahin angeboten werden. Einzige Attraktion ist die Banana World, die von der irrigen Annahme ausgeht, dass ein Park, dessen Thema eine schnell im Schulranzen faul, braun und stinkig werdende Südfrucht Kinder interessieren könnte. Schade für Pullovien, dass Affen nicht in den Urlaub fliegen. Okay, Heidnische Ritualtänze zum Nachtanzen. Regentanz. Man nehme etwas Blut, rote Farbe tut es auch. Eine Obsidianplatte, eine Voodoo-Maske, eine Rassel. Zuerst malt man großzügig die gebräuchlichen Voodoo-Zeichen für Regenmachen mit Blut, alternativ roter Farbe, auf die liegende Obsidianplatte. Danach zieht man sich die Voodoo-Maske auf und rasselt mit der Rassel beim gleichzeitig rhythmischen Hin- und Herhopsen. Wichtig, das Hopsen so lange weitermachen, bis Regen fällt. Das kann je nach Klimazone ein paar Augenblicke dauern. Deshalb Geduld. Wir wünschen viel Vergnügen und gut Wolkenbruch. Okay, wir haben die... Dann reden wir mal mit ihm, weil wir kennen ja jetzt, alles ist Banane. So, jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Ja, dann geben wir ihm doch mal das Magazin. Hallo? Okay. Ich mag auch keine Bananenbusch. Aber das ist halt die einzige Sprache, die die Affen verstehen. Genial, Bernd. So, Momentchen grad. Ich baue schnell. Den F-Fish Translator 4000 XL Deluxe. Was hatte ich erwartet? Hightech Star Trek Bling Bling? Trotzdem bin ich irgendwie enttäuscht. Ja, es ist halt nicht so leicht. Okay, klopfen wir nochmal an die Tür. Nix verstehen. Okay, dann benutzen wir den Übersetzer mit der Cockpit. Mal sehen, ob das klappt. Hallo? Druck. Es funktioniert. Chili Schaf, frag ihn mal, warum die Affen im Zoo immer so gerne Kacke an die Fenster werfen. Chili, das ist Privatsache. Bernd, frage ihn, ob er uns in Pullovien absetzen könnte. Okay, machen wir. Okay, Herr Flieger? Grüße mir die Sonne, gleich siehst du Sterne, flieg mich zum Mond. Könnten Sie uns in Pullovien absetzen? Da ist es sehr schön um diese Jahreszeit. Also, wenn es schön ist, zumindest. Oh. Warum sollte ich das machen? Weil am Rhein. Warum ist es am Rhein so schön? Am Rhein so schön. Warum habe ich das gesungen? Und hat es was geholfen? Nein, und jetzt Ruhe da hinten. Ich muss Kaka an die Scheibe werfen. Warum machen die das immer? Okay. Weil ich immer einmal mehr Weil sage als du, Edge. Uck.
Ich sage immer einmal unendlich mehr, weil als du. Ui, Berndi! Immer einmal unendlich mehr als du! Da hat er dich aber sauber dran gekriegt. Weil in Polovien gibt es die Banana World. Ein Freizeitpark, der die gammelige Südfrucht zum Thema hat. Ich könnte wetten, dass die Schlangen vor den Fahrgeschäften überschaubar sind. Das kann ich übersetzen. Uck, uck. Was? Banana World, ich komme. Das macht Spaß! Menno, ich will auch Bananenachterbahn fahren. Wer will es nicht? Aber wir haben einen Fall zu lösen. Ich glaube, dass man mit dem Schaden, den wir mittlerweile angerichtet haben, gut und gerne 3 neue Bronze-Yachts im Stadtpark aufstellen könnte. Bernd, es geht hier ums Prinzip. Immer wenn das Verbrechen zuschlägt, schlagen wir zurück. Und ich mich an die Stirn, wenn meine Arme nicht zu kurz wären. Lama? Wir müssen den Lama-Shop finden. Bestimmt kommt man da ganz ohne Probleme rein. Sei doch nicht immer so negatorisch, Bernd. Darf ich diesmal durchs Fenster fliegen? Okay, wir sind jetzt in Polovien, nachdem wir vorher ja noch in Langolien waren. Ich danke euch vielmals, oder ich danke dir besser gesagt vielmals fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann morgen zur neuen Folge. Irgendwie sind hier lauter Udo Lindenbergs irgendwie so. Ja, arg komisch. Und allen mit ihren Teppichen. Aber so ein Sombrero hätte ich trotzdem gern. Okay, also ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge hier bei Bernd das Brot. Bis dann, ciao, ciao.